Servus Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich befinde mich hier gerade auf der Autobahn und bin unterwegs Richtung Füssen. In der Nähe von Füssen treffe ich dort mit dem Christi zu einer Wanderung. Wir haben heute vor, auf den Säulen, also nicht Säugling, sondern Säulen hochzugehen. Das ist so gute 2000 Höhenmeter hoch. Ja, und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Ich habe noch eine Stunde zum Fahren. Eine Stunde 18, um genau zu sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach dort. Bis gleich. Ciao. Jetzt sehen wir, wo gehen wir heute hin? Zum Säulin, ohne G. Da hinter der Ecke ist irgendwo der Gipfel vom Säulin. So, aktuell ist schon noch alles flach, aber gleich haben wir 1200 Höhenmeter vor uns. Aktuell sieht man da oben auch das Gipfelkreuz. Da oben. Gehen wir jetzt hoch. Jetzt kommen wir gerade hier aus der Pöllerschlucht und 4 Stunden und 15 Minuten noch bis zum Säugling. Jetzt schon voll aus der Puste. Da sind wir erst in dem roten Punkt. Aktuell gibt es nichts Spannendes, wir laufen hier gerade noch Waldweg hoch. Rechts von uns zur Forgensee und Schloss Neuschwanstein sieht man auch gerade gut. Bei uns gibt es aber immer noch nichts Neues, wir laufen immer noch über Asphalt hier gerade hoch. Ach, Waldweg halt. Jetzt sieht man unser Ziel ganz gut da oben. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. Ich glaube, das wird auch noch leicht steil. So, wir haben jetzt endlich den Feldweg verlassen. Wir befinden uns jetzt hier auf einem Naturtrampelpfad, nenne ich es mal. Hinter uns hier Blumenwiese. Und geradeaus geht's hoch. So, dann geht es jetzt weiter noch, immer weiter hier diesem Trampelpfad entlang. 1370 Höhenmeter hoch sind wir jetzt und 530 sind wir hochgelaufen. Weiter geht's. Ich habe die schon für mein Gewicht ausgelegt. Pause mit Ausblick. Ich sehe das Ziel, aber irgendwie kommt mir das noch ganz schön hoch vor. Da unten an dem Parkplatz, ich weiß nicht, warte mal, wo ist mein Finger? Da steht unser Auto. Da sagt das Schild, 1¾ Stunden alpine Gefahr. Also leider. Kommt die wilde Kletterei hier, oder wie? Du, ich will jetzt ein Bier. Ja. Ich hab Durst. So ein geiler, arschkalter Russ. Das wäre jetzt lecker. Ich drehe mich einmal rum. Und da sieht man da drüben übrigens den Tegelberg. Jupp, da. Schlimmste kommt noch. Guck, 1700 Höhenmeter.
Ich alter Sack hier. Fetter und alter Sack. Welcher Mensch läuft freiwillig einfach nur die ganze Zeit bergauf? Ein wenig warm ist es heute irgendwie auch. Immer Richtung Sonne. Also wegen mir könnte es ein bisschen steiler sein. Ja, ja. Ich schaue schon wieder so eine scheiß Aussicht wie gerade. Ja. Oh Mann. So hässlich hier. Sollen wir herkommen? Okay, dann wird das Niederstück sein. Ja, du läufst hier oben auch noch mal lang. Passt, oder? Das Ziel vor Augen. Da oben. Nee, halt. Hier oben. Ist der Gipfel. Noch so knapp 150 Höhenmeter. Schätze ich jetzt mal. Guck mal, hier ein normaler Weg. Jetzt pass mal auf. Und? Ja, das ist Österreich. Ich glaube, wir stehen schon mit einem Fuß in Österreich. Ich glaube auch, ja. So, jetzt laufen wir da kurz noch hoch, 5 Minuten oder? Wie lange brauchen wir? Eine. Vielleicht auch zwei. Christi! Ja. Christi! Ja. Bier! 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 Ich nehme 10. Wo ist der Weg? Wir kennen nichts mehr. Verarsch mich nicht. Das ist ja wirklich der Gipfel. Ich mach mir nur bloß Hoffnung, da ist da nichts. Geschafft! Yam, 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 yam. Da ist Deutschland. Das Wind ist aber ganz schön. Geschafft. Mach schon einen Gipfelbucheintrag. Kannst du überhaupt schreiben? Ja. So, ich werde mich mal wieder hier zum Wort. Jetzt gehen wir mal wieder runter. Ich weiß aber nicht, ob es besser ist, hier vorwärts oder rückwärts gerade zu gehen. Ich glaube, wir sind noch nicht mal richtig auf dem Weg. Juhu! Wir haben uns jetzt entschieden, wir sind gekommen vor von Hohenschwangau. Wir haben uns jetzt entschieden, über das Säulingshaus abzusteigen, hier über den Klettersteig, 30 Minuten, keine Ahnung. Gucken wir mal. Auf geht's! Wir sind jetzt quasi ab sofort in Österreich. Was? Abseile.
auch nicht so ganz ohne der Weg. Ist ja schon oben gar nicht gesehen. Ich sehe schon das Bier da unten. Der Russ. Da auf dem Tisch, da steht es schon. Und da sind wir gerade runtergekommen. Siehst du eigentlich tatsächlich, ja gut, doch, da sieht man ein paar Leute, aber ansonsten wird jetzt echt nicht wissen, dass dein Weg runtergeht. Ja. Da ist die Hütte. Bier, 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 Bier. Jetzt gehen wir erstmal Bier trinken, aber nachher geht es hier runter nach Hohenschwangau. Jetzt mittlerweile bloß noch rot, vorher war es ja schwarz. Wo bleibt mein Bier? Danke. Oh. Auf geht's auf den Rückweg. Ich glaube, da hat es ein paar Bäume zernagelt. Nochmal ein letzter Blick hier auf den Säulen. Da oben mit der schwarzen Flagge. Aktuell jetzt mittlerweile auf 1450 Meter abgestiegen. 1230 sind wir bisher hoch. Da müssen wir noch irgendwo runter. Ne, halt mal auf der Seite eigentlich eher. Beziehungsweise, ne, da hinter dem Kuppel. Bergab immer die Schuhe ein bisschen fester schnüren, genau. Aber echt. Super, super, gibt ein Sternchen. Ja, danke. Ich hab's aber vorher auch vergessen und hab's in der Stunde Hälfte irgendwann mal gemacht. Und links und rechts und links und rechts. Ich krieg hier echt einen Drehwurm im Runterlaufen. Hey. Links, rechts, links, rechts. Und wieder eine Kurve. Komoot lügt. Laut Komoot sind wir auf 1440 Höhenmeter. Aber die Hütte ist eigentlich auf 1430. Das könnte doch auch diese. Es gibt doch diese deutsche Berechnungsmethode und die österreichische. Und die weichen tatsächlich so 10 bis 20 Meter immer ab. Oder Schweizer? Wer es weiß, gibt mal Bescheid. Es gibt auf jeden Fall ja zwei. Ja, noch anderthalb Stunden. Da siehst du jetzt hier die Auswirkungen von Schloss Neuschwanstein. Da steht man sogar an, dass man drauf gucken kann. Ohne reinzukommen, sondern nur gucken. Scheint dicht zu sein. Kamera nicht vergessen.